Genauso wie hier, wir machen hier einfach so viel Erde drunter, bis es aussieht, als hätten wir einfach nur den Berg genutzt. Wir haben hier die Erde. So, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen ekelhaft aus. Wenn dann so. Und dass hier Gras wächst, halte ich für ein Gerücht. Sehr schön. Hier genauso. Müssen wir das hier auch ein bisschen erhöhen? Weil wir wollen ja, dass es nachher natürlich aussieht. Das ist eine der größten Herausforderungen, die man bei Minecraft-Spielen haben kann. Natürlich aussehen lassen. Aber ich glaube, wir haben es. Okay, es sieht stark künstlich aus. Wir machen diese hier wieder weg. Rrrr. Nein, hierhin. So, jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus. Eigentlich müssten wir jetzt hier noch so und so. So. Wenn das nachher ein bisschen Gras bewachsen ist, sieht das, glaube ich, ganz natürlich aus. Okay, den lassen wir doch dort. Tut mir leid. So, genug mit Erde rumgespielt. Mit Gras spielt man nicht. Jetzt geht's an den nächsten Teil. Das müssten wir jetzt hier eigentlich auch alles unterlegen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Geil. Mache ich aber nicht. Ich werde danach ein bisschen Cleanstone reinsetzen. Haben wir eine Axt dabei? Ja, haben wir sogar. Geil. Und ich habe gerade echt das Gefühl, als bräuchten wir mehr Erde. Schön. Zack. So, hier den Cleanstone hin, den wir uns extra gefarmt haben. Perfekt. Und jetzt müssen wir hier so tun, als wäre das hier natürlich. Ein bisschen überstehen kann sie. Das heißt, ich mache jetzt nur hier den Cleanstone hin. Boah, das ist so eine Verschwendung einfach. Nur damit es gut aussieht, ne? Nur damit es fucking gut aussieht. Und hier die Erde. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen. Wir müssen Erde farmen gehen. Alter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so tief sinke. Erde farmen gehen. Junge. Ist ja krank. So, aber jetzt dürfte das gut aussehen. Ha ja, es sieht ein bisschen spastisch aus, muss ich sagen. Wir müssen das fast eigentlich noch weiter zumauern. Weil das sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Sieht so ein bisschen überhängend aus. Wir brauchen noch mehr Erde und haben dann umsonst unseren schönen Cobblestone verschwendet. Die Erde kann ich jetzt aber hier nicht rausnehmen, die werden wir irgendwo anders rausnehmen. Zum Beispiel, nee, hier nicht. Ah, dort. Hier ist irgendwas mit Monstern in der Nähe, das spüre ich schon daran, dass sie die ganze Zeit hier rumkotzen. Das heißt, ich spüre es, ich höre es. Ihr könnt es ja auch hören. So, so, so. Sieht ein bisschen eigenartig aus, muss ich sagen. Wir müssen das, glaube ich, mit Cobblestone machen. Mit Cleanstone. Ein Glück, dass wir noch mehr Cleanstone drin haben. Und ja, ich gebe mir tatsächlich Mühe bei so Kinkerlitzchen. Kinkerlitzchen, was für ein tolles Wort. Bei so Kleinigkeiten. Weil so Kleinigkeiten machen es nachher aus, ob das Ganze gut aussieht oder nicht. Und wenn ich schon was baue, dann soll es auch gut aussehen. Das habt ihr schon hier drin gesehen. Ich bin eigentlich durchs Let's Build so pingelig geworden, muss ich dazu sagen. Weil im Let's Build habe ich gemerkt, wie viel doch Kleinigkeiten ausmachen. Deswegen, also die Map im Let's Build, wenn ich mal so viel rausnehmen kann. Aua. Oh, mein Ohr. Das wird so langsam echt von meinem Headset vergewaltigt, weil ich schon so lange aufnehme. Die hat eigentlich gar nicht so viel Besonderes. Okay, doch, sie hat viele Besonderes, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Aber was sie eben besonders macht, ist die Tatsache, dass ich mir mit jedem kleinen Detail Mühe gegeben habe. So, wenn das jetzt hier so ist, dann können wir hier vielleicht die Erde noch so ein bisschen aufschichten. So. Und wenn wir jetzt dieses kleine Gras, das sich hier überall bildet, rausnehmen, dann sind wir fertig. Sobald der restliche Cobblestone gebraten ist, klar. Sehr schön. Perfekt. Läuft auch. Dann warten wir jetzt noch kurz auf unseren neuen Cobblestone. Der Tag geht auch schon wieder seinem Ende zu. Und dann gucken wir. Na, ich glaube. Nee, ich höre jetzt nach diesem Tag hier, höre ich mit der Aufnahme auf. Das reicht jetzt wirklich.
Wir sitzen schon so lange hier dran. Das war jetzt sicher ein, zwei Parts allein, nur damit das hier gut aussieht. Aber hey Leute, es sieht jetzt gut aus. Das könnt ihr nicht leugnen. Na, hier noch. Ah ja, also wer das hier sieht, ich glaube, wir machen hier noch zu, ne? So, ach scheiße, drei fehlen uns. Drei verdammte Clean Stone. Das heißt, nee, das füllen wir jetzt einfach mit Erde auf. Da. Brauche ich noch eine. Wo nehme ich die her? Hier. Zack, 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 zack. Sehr schön. Gucken wir das zum Schluss nochmal fertig von unten an. Ha ja, also wenn dieser Weg jetzt nicht gut aussieht, dann weiß ich aber auch nicht. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Licht. So, perfekt. Ein Glück, dass es gerade schön Nacht wird. Oh, darüber müssen wir jetzt, das machen wir noch. Das machen wir jetzt noch am Morgen. Ja, ja, ey, perfekt. Besser kann es kaum noch werden. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir hier unten machen. Ich würde sagen, wir machen hier einfach rein gar nichts. Hier hört man reich auf. Hier. Dann kann man hier so hochgehen. Perfekt. Läuft. Müssen wir nur noch hier irgendwas uns überlegen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Dann machen wir hier einen Weg. Und dann baue ich meine Hütte das nächste Mal weiter aus. Das ist ein guter Plan. Da würde ich sagen, darauf gehe ich erstmal schlafen. Und wer ich schlafe, dann, während ich schlafe, trinke ich nochmal schnell was. Zack. Ah. So. Wir statten gleich einen kleinen Besuch bei unseren Eingeborenen ab. Ich habe ja noch alles Werkzeug dabei, das ich brauche. Können wir rausnehmen, das können wir reintun. So. Kleiner Sturm und Eifen. Und Zaun. Der kommt hier runter. Gut. Ausgerüstet. Los geht's. Holzhacken müssen wir auch noch, fällt mir gerade so ein. Dü-dü-dü. Mal ein kleiner Absprungfelsen. Irgendwelche Zombies in der Nähe, die ich so. Nö, nichts zum Abmurksen. Boah, hey, aufstoßen wie zum. Halt! Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich brauche einen Fisch. Oder besser, glaube ich, zwei. Ich habe nämlich gar nicht die ganze Zeit auf meine Nahrungsanzeige geguckt und die ist jetzt großteils leer. Düt, düt. Habe ich eigentlich meinen Skin? Ja, habe ich. Weil ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt gerade, ob der Minecraft-Server. Hey, wenn wir einen Dinger, wenn wir einen scheiß Dungeon unter unserem Haus haben, ne? Dann werde ich aber sauer. Immer eine Spinne und die geht auch nie weg. Na okay, wir geben ihr auch keine Chance, um wegzugehen, um ganz ehrlich zu sein, ne? Halt, gehen wir gleich mal hier. Sechs, sieben. Sieben Fisch. Voll der Luxus. Ein Fisch gibt. Boah, hey, da gibt ja. Voll wenig. Machen wir gleich voll. Der gibt 3,5 oder sowas, denke ich jetzt mal. Bin mir nicht sicher. Muss ich nachgucken. Das heißt, naja, doch, ich gucke das jetzt nach. Vergesst es. Nichts für die Kommentare. Bäh. So, mein Headset tut so auf den Kopf weh. Ich brauche echt mal zum Aufnehmen ein vernünftigeres Headset. Ich meine, es hat einen scheiße guten Klang. Sowohl was Headset, Mikro als auch Headset-Kopfhörer angeht. Und unterstützt 7.1, obwohl ich jetzt, um ehrlich zu sein, keinen Unterschied zu 5.1 mit dem Headset höre. Aber es tut so auf den Ohren weh. Oh, das ist so extrem. Das ist echt nicht schön. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin gerade ein bisschen vom Aufnehmen ermüdet. So langsam geht mir die Kraft aus. Ich bin einfach nicht der Mensch für so große Mongo-Aufnahmen. Zack. 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 Wie langsam einfach alles wächst, ne? Ich habe ja gesagt, Felder, die schon kaputt gegangen sind, werde ich hier nicht mehr wieder auffrischen. Weil dann könnte ich sie genauso gut bei mir zu Hause anpflanzen. Ich habe hier nur ein bisschen vorbereitetes Farmland. Und so wird das Ganze dann hier immer weiter zugrunde gehen und irgendwann lasse ich es einfach auswachsen. Und dann höre ich die Nutzung dieses Dorfs hier komplett auf. Es hat mir gute Dienste erwiesen bis jetzt. Also ich habe mir echt immer ein bisschen Sorgen gemacht, wie man eigentlich die erste Nacht in Minecraft, den nächsten Tag, den zweiten Tag in Minecraft überlebt. Und hier auch immer der Zombie. Eigenartig. Und wenn man so ein Dorf direkt vor der Haustür hat, ist doch klasse. Haben wir echt Glück gehabt. Na, jetzt gerade nicht so.
Wie viele Felder es hier gibt, hey. Da würde sich ein Lehrer von mir richtig freuen. Der heißt nämlich Herr Felder. Ha, schon wieder so ein Flachwitz. Da hinten haben wir noch ein fertiges, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Nee. Hey, und unsere Hütte sieht so langsam richtig gut aus, auch wenn man von hier aus nicht wirklich was davon erkennen kann. Wollte ich es trotzdem mal angemerkt haben. Bald können wir mit unserer Tierfarm anfangen, sobald ich mein Haus weiter ausgebaut habe. Also mindestens 2 Stöcke möchte ich machen, weil es wird ein weiteres Special in Minecraft kommen. Und dann muss ich meine Untergrundanlage fertig haben, also wo ich Untergrund einfach farmen gehe, also Dinger. Wie nennt sich's? Puh. Rohstoffe sammeln in der Dunkelheit und ich dachte doch, dass ich gerade was kaputt gemacht habe. Und bis dahin muss das, wie gesagt, fertig sein. Wenn ich jetzt aber so auf die Uhr gucke, was macht denn der da unten? Hast du dich verirrt? Sollen wir dir wieder hochhelfen? Komm, ich helfe dir. Na super, jetzt bräuchte ich mal eine Dinger. So eine blöde Angel, damit ich ihn ziehen kann und da habe ich keine dabei. Shit happens, würde ich sagen. Gut, was machen wir das nächste Mal? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Jetzt nehmen wir erstmal dieses blöde Dinger hier mit. Das nervt mich so langsam. Da können wir auch ein bisschen immer so nebenher farmen, bis wir eine automatische machen können, eine automatische Schildfarm. Wie verfahren wir weiter? Das nächste Mal bauen wir weiter in unserem Haus, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, was wir dran machen werden. Auf jeden Fall werden wir... Na, gucken wir mal. Darf ich? Gut. Auf jeden Fall werden wir hier diesen Weg, den ich jetzt heute gebaut habe, was ich heute schon alles geschafft habe. Ich habe X-Themen gelabert, habe hier einen wunderschönen Weg gebaut. Den werden wir weiterführen. Ich weiß nicht, ich meine eigentlich nicht mit... Wir können es erstmal mit Cobblestone machen. Vielleicht werden wir das nachher mit Kies auswechseln. Wir werden hier irgendwie dann hochgehen, sodass man hier dann quasi so hinlaufen kann. Wo ich das mit dem Springen eigentlich auch nicht so schlecht finde, aber wir sind modern und werden das mit nur richtigen Türen und sowas bauen. Außerdem will ich einen zweiten unteren Eingang und ich will hier drunter eine exakt gleich aussehende zweite Etage unten drunter. Das muss ich ein bisschen so bauen, dass es ungefähr hier unten drunter liegt. Wo ich die Treppe hinpflanze, weiß ich alles auch noch nicht. Und naja, das werden wir alles dann das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Das waren wieder viel zu viele Parts heute. Vier Parts heute. Boah, krass, ey, ich nehme stundenlang auf und es sind am Schluss nur 4 Parts. Wow. Ich räume jetzt hier noch kurz auf und das erwartet uns dann alles das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.